Ja, hallo und hier ist wieder euer Madi und zwar mit einer neuen Aufnahme von Valheim. Wie in Folge 33 anmoderiert, die Folgen 33 bis 37 sind quasi nur so schöne Highlights irgendwo zusammengeschnibbelt und ich wünsche euch bei diesen Zusammenschnippelungen ganz viel Spaß und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch dieses Format so an der Stelle auch gefällt. Also dann, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann euch diese Folge hier ganz gemütlich angesehen habt. Also lasst es euch gut gehen und viel Spaß. Tschüss. Jetzt sehe ich gerade. Ich frage mich, ob die Wünschelrute auch anspringt bei den Obsidianen da oben, dass wir nicht so mit dem Auge suchen müssen, sondern einfach durchrammeln. Ja. Weißt du? Das kann was werden. Das sieht echt auch cool aus, wie das in der Nacht hier so leuchtet, ja, mit den Mächten hier. Mhm. Mit Eiktür, mit den Uralten und den Knochenpflanzt. Fehlt dann hier noch der Drache und hier noch irgend so ein komisches Skelett. Madi, wenn wir heute noch Obsidian kriegen. Puh, das wäre wirklich eine Entschädigung der letzten beiden Tage. Jo. Das man so sagen darf. Definitiv. Frage ist, auf welchen Berg gehen wir dann? Den da, wo die Drachen waren oder da oben im Norden mehr so? Bei dem anderen, bei dem Drachenberg, das ist ja übelst gefährlich. Wenn die uns da wieder bespucken. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir bei dem Eisdrachen dann überhaupt vorankommen zum Abbauen, wenn der uns da behakt und wir den nicht besiegen können. Hm. Müssen wir abwarten. Deswegen da ein Portal, unten auf alle eine Kiste mit dem Frost tanken, also dass wir die Reste immer dort unten lassen, sodass wir mindestens immer noch ein, zwei Versuche haben, um unsere Loot dort oben auch wieder abzuholen. So. Darauf gönne ich mir jetzt ein Bier. Das machst du richtig. So, ich bin auch gleich wieder drinnen. Oh, warte, ich werde gerade von Berserker verfolgt. Uff. An zu frieren. Warum fange ich an zu frieren? Warum schneit es hier? Schneit heute ja auch gerade. Nee. Das hatte ich aber auch mal gehabt, wo man. Oh, es ist wieder roter Kreis, roter Kreis, roter Kreis. Ja, es ist auch irgendwie kalt. Hat das was damit zu tun? Das ist wahrscheinlich ein kalter Wind bläst von den Bergen. Gott sei Dank hast du die großen Feuersteller dann damit. Da stelle ich mich jetzt hin. Du fängst an zu frieren, jo. Boah, Mati, wenn jetzt so ein blöder Drache angeflogen kommt. Juhu, jetzt fängt es ja an zu schneien. Was? Auch am Himmel nicht? Ach so, nee, das ist einfach nur ein kalter Wind. Das ist einfach nur das Wetterphänomen, was dich in die Knie zwingen soll. Ah, und okay. Deswegen, wir frieren ja wirklich. Also, wir würden dann sterben, ja, sobald wir rausgehen. Ja. Okay, krass. Immer noch eine Feuerstelle. Gut. Das sieht sich aus. Sich aus. Ach, Stichi. Und sonst so. Was gibt's Neues? Also, das haben wir jetzt quasi auch das erste Mal quasi, dass wir sagen, okay, das ist quasi schon der Gruß des nächsten Bosses. Weil vorher war es ja immer, bis wir den Knochenwanz besiegt haben, ein fauliger Geruch. Oder ich sag mal, was wir auch noch hatten, war die Erde erzittert, wo die Trolle kamen. Und jetzt ist quasi das erste Mal, ein kalter Wind bläst von den Bergen. Es fängt dann eben auch bei uns unten hier an zu schneien. Und wenn wir jetzt hier nicht gerade neben den Feuerton sitzen würden, würden wir erfrieren. Ich kann es ja mal ganz kurz demonstrieren. Ich laufe jetzt einfach mal hier auf das grüne Feld. Und dann kommt wahrscheinlich gleich, genau, hier steht, du erfrierst und ich kriege Schaden. Wenn ihr oben auf dem Bergbiom seid und habt quasi keinen Frosttrank oder irgendwie sowas daran getrunken, dann werdet ihr hier ganz gemütlich sterben und einfach, ich sag mal, zum Schluss wie Ötzi einfach irgendwo in der Ecke liegen. So eine Art Mumie, das ist eine nice Mumie. Ja, wie Ötzi. Schau mal, der Tag bricht an, du weißt, was wir vorhaben, die Wünschelrouten austesten. Jo. Mal gerne machen. Ich muss erstmal ein bisschen was entlernen, Stichi. Oh, hier ist eine Kiste. Huch!
bin hinten raus, ihr kommt durch das Portal. Ich... Ja, du kannst auch noch durchlaufen. Vorne. Einfach vorne durchlaufen. So, ich packe erstmal alles weg, was ich hier nicht brauche. Gut, dann trinke ich jetzt mal das Met. Dann auf ins Stäbium. Denk dran, welche Route aktivieren. Jo, die ist bei mir aktiviert. Siehst du auch oben rechts? Da steht Wünschelrute. Ja, ich aktiviere auch noch die Kraft, ja, die Resistenz gegen Wolfsgedöns. Jo. Die Kraft des Knochenwanstes wohnt in dir. Wolfe? Also einer? Mistvieh. Ich würde sagen, wir bleiben hier am besten zusammen. Weil dann haben wir eine gute Chance gegen die Wölfe. Ich gucke hier jeden komischen Stein an. In der Hoffnung, dass da irgendwas rauskommt. Ja, wir müssen nur gucken, dass wir spätestens, wenn die, der Zeiger 4 Minuten ist, müssen wir gucken, dass wir irgendwie von dem Berg wieder runterkommen. Zur Not rechts oder links über die Flanken. Drache! Drache! Jo. Ausweichen, Marty, wenn du, Dings. Okay, er schießt sowieso auf mich. Oh, also man kann es blocken ein bisschen. Ich habe schon fast weg. Sehr gut, dann weiter drauf. Er soll sich auf mich. Okay, super Arbeit. Was schmeißt er da runter? Eine Gefrierdrüse. Okay. Aber das war auch das einzigste Rezept gewesen. Vielleicht für einen Mettrank irgendwann? Jo. Ich glaube, wenn wir das finden, dass wir es weiter höher finden, einen höheren Laden. Drache. Hier ist einer. Hier, ich habe einen Stein gefunden. Uff. Wo ist einer? Hier, an dem Baum ist ein Block. Jo, ob sie da vorkommen. Steht auch dran. Okay, noch ein Schuss. Jo. Ach, fuck. Daneben. Er ist tot. Sehr schön. So. Ich hole mir die Träne. Zu stabil. Was? Ich kann den mit meiner Bronzehacke nicht bearbeiten, weil ich muss dran. Jo, warte. Blockst du mich? Ja. Okay, Obsidian habe ich aufgenommen. Wir können jetzt Obsidianpfeile, Frostpfeile und Giftpfeile machen. Sehr und gut. Neues Bob und Werkzeugregal. Jo, hier gegenüber ist noch eines. Ja. Okay, nehmen wir gleich mal ein bisschen was mit, wenn wir einmal hier oben sind. Ja, und hier auch noch mal gleich. Wir nehmen alles mit. Obsidian aufnehmen, jo. Ja, alles drei ist also eins. Und dann können wir auch bald einen Rückzug antreten, weil dann sind nur noch 4 Minuten übrig. Ja. So, weil, wenn ich was mittragen soll, sagst du, weil du voll bist. Ich habe noch mehr als genug Luft. Ich habe extra unten meine Taschen ausgeleert. Ist das auch noch Obsidian? So, ich habe auch mal eins genommen. Werkzeugregal ist bestimmt für die Werkbank, war dann Stufe 5. Jo. Oder für 6. Ist das auch noch was? Nee. Ist einfach nur ein komischer Steinhaufen. Die Stelle markiert den Ort, an den Ulf zuerst den großen Drachen erblickte. Diese Stelle markiert den Ort, an den Ulf zuerst den großen Drachen erblickte. Während meiner dritten Sommers in Feierabend, sie machte ich ja Rast, um einen Haufen Exkremente zu hinterlassen, der aus den Knochen von Hirschen und Wildschweinen und den Schädel eines grauen Zwergs bestand. Ich werde mich diesen Ort nie wieder nähern. Okay, krass. Warte, Obsidian-Blöcke hier, 1, 2 Stück und unten auch nochmal 3, 4. Okay. Da ist dann macht ihr zur Not eine Markierung mal dann schnell auf der Karte. Ich knüppel hier erstmal schnell weg. Hier ist alles voller Obsidian hier oben. Kriegen wir gar nicht alles weg, noch mindestens 8 solche Haufen und ein Tempel. Eine Ruine. Okay. Kann man da reingehen? Da. Ja, aber das endet hier unten im Nichts. Da muss ich irgendwie verstecken. Eine Art Teleportationsbasis vielleicht für ein Dings. Ein Portal. Ah. Sieht auch cool aus irgendwo. Ah, weißt du, die Wünschelrute, ja, das sind so viele Obsidian-Vorkommen hier. Okay, ich mache jetzt das eine hier noch mit und dann haben wir. Jo, dann müssen wir Rückzug erstmal. Ich kann auch mittragen, wenn du willst. Nee, ich habe noch Luft. Guti, dann lass uns erstmal runterflitzen.
Kann man die. Doch, das Obsidian kann man teleportieren diesmal, war. Echt? Hat kein Symbol hier Teleportationsverbot. Und ich glaube auch, das müssen wir gar nicht schmelzen, oder? Das ist doch erst mal. Nee, das hat kein Zeichen, also. Jo, also ich konnte damit solches jetzt Portal latschen. Ich hab's bei mir. Sehr schön, ich komme hinterher. Hab ich jetzt hier noch irgendwas drin? Jo, die Frosttränke nehme ich mal wieder mit. Und das und. Pack. Normalerweise habe ich. Normale Pfeile habe ich 84. Feuersteinpfeile. Eiskalt. Rausgeschmissene. Warte. Ich schieb die auch mal ein bisschen hier. Dann plumpst die Klippe runter. Ja, also, ja, Mati, wie machen wir es jetzt? Was machen wir jetzt genau? Also, wie gesagt, wir können mal kurz zu unseren Biomen drüben auf den kleinen Schneebiom bei uns auf den Dunkelberg. Oder wir machen halt wirklich mal rüber zur Ebene. Und da hatten wir ja hier hinten, ich pinge mal ganz kurz. Die Loxe. Wir haben auch hier ein Ebenengebiet. Ich pinge auch mal unten, im Süden unten. Oh, okay. Die Loxe gibt es eigentlich überall, wo eine große Fläche Ebene ist. Nur, wir müssen uns was einfallen lassen, Madi. Und zwar, geht etwas schief, einer von uns beiden oder wir beide sterben, müssen wir irgendwie, also wie immer obligatorisch, Tor, klar, Bett, Kiste und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und ja, das wird was. Ich würde nochmal eben schnell einen Frostzut ansetzen. Dazu brauche ich Honig. War keiner mehr da. Auch hier hinten nicht? Nee. Lüge doch nicht. Ein Stück ist jeweils drin. Ja, wo ich gerade eben geguckt habe, war nichts drin gewesen. Da hat er just in time die kurz produziert. Und eins hast du auch noch liegen lassen. Das bringe ich dir noch hinterher. Der Idiot, war. Alles entspannt. Ich stehe der Idiot. So, ich muss gucken, was wir hier brauchen. Frost wieder schon. Oder wollen wir lieber ein Ausdauer-Dings ansetzen? Machen lieber Frost, weil ich denke mal, in die Bergbiome werden wir jetzt öfters nochmal reingehen. Gut. 5 Disteln, die haben wir noch. Weil es gibt nämlich 2 Varianten. Also entweder wir machen jetzt wirklich die hoffenweise Bergbiome, dass wir Wölfe und Silber kriegen. Und ich habe also doch erstmal Schneebiom. Ja, erstmal Schneebiom, weil wir brauchen unbedingt Silber. Oh, Drache greift an, Madi. Hier ist ein Drache. Hörst du? Dreckbeine. Ah, den haben wir. Ja, oh, ah, scheiße. Ah, jetzt habe ich mich erschrocken wegen dem blöden Krautzwerg hier. So, ich muss mal schnell was futtern. Güdi, hast du die Träne eingesteckt? Ja, es war eine Gefrierdrüse, ein Stück dabei. Genau, die brauchen wir ja. Komisch, dass der schon hier drin war, ja. Vielleicht noch vom letzten Mal, dass wir irgendwie angelockt hatten. Jetzt, links ist der Berg. Ja, links ist der Berg. Ich suche bloß die unsere alte Base. Ich dächte irgendwo hier noch ein bisschen weiter. Wir hatten uns jetzt eh nochmal weiter hier reingeschlichen, wegen dem Troll, glaube ich. Jo! Frosttrank einschmeißen. Jo, den dürfen wir nicht vergessen. Zack. Lack, dann ab auf den Berg. Haben wir natürlich auch die steilste Stelle hier ausgesucht. Ach, hier war es noch mal Lagerfeuer von dir gewesen. Jo. Natürlich nachts, weil das besonders aggressiv ist. Jo. Wölfe! Jo. Treffe ich den nicht? Und da kommt ein Drache. Au, au, au. Okay, den haben wir. Warte, ich glocke. Okay. Ich schieße natürlich vorbei. Puh. Dolph? Was? Ja? Er nimmt mich. Alles klar. Ich bin hingefallen, sorry. Ich blocke kurz. 5. Versuche mich von hinten. Jo.
Ist tot. Hammer. Eins. Was ist mein Bogen? Ja, ach doch. Au. Okay. Sehr gut. Hammer. Schuss. So. Soll ich irgendwas nehmen? Eine Ausrüstung? Ich hab das. Ich hab die Dings drinne. Also die. Achso, man könnte ja natürlich auch mal die Kraft gegen Schlitzen beißen und einen drum dran. Achso, ja. Wenn wir sie schon mal haben, kann man sie auch nutzen. Alter, was ist denn das da vorne für ein riesengroßer Berg? Ey, hier oben ist ein Haus? Jo, mit Wölfen. Mit Wölfen. Hammer. Hast du ein Stack schon für Wolfzeug? Ja. Ja, ja. Ich habe unten extra leer gemacht. Hier ist rechts auch noch ein Wolf. Vorsicht, Vorsicht, hinter dir, hinter dem Haus. Guck mal, was das für eine krasse Baukunst ist mit den Stämmen. Hier? Blockhaus. Jo, das sieht auch cool aus, ja. Noch ein Fragment? Okay. Das sind Frostpfeile drin. Geil. Ich höre Wolfsgeheul. Ach, hier unten ist noch ein Wolf. Ein Ventrier, Matti! Wo? Da unten! Krass, ja. Fünf? Ah. Au. Puh. Und ein Ein-Sterne-Wolf. Den haben wir. Das Geschichte, Vorsicht, Matti. Aua, ich hab in die Knall gekriegt. Keine Ausdauer mehr. Ah, die haben wir gleich. Der springt jetzt. Jo. Hammer. Jo. Wolfzahn haben wir dafür bekommen. Hast du neue Rezepte bekommen? Nee, leider nicht. Hast du noch irgendwas bekommen? Nee, ich habe nur einen Wolfszahn und Wolfsfell, aber das lag vermutlich von den eben erlegten Wölfen. Ich habe jetzt schon vier Felle. Okay. Aber die Wünschelrute schlägt noch nicht. Doch, nee. Hier ist Obsidian. Komischerweise hat die Wünschelrute nicht ausgeschlagen. Ich nehme trotzdem mal Obsidian ein bisschen mit. Ja. Wie gesagt, ich kann auch irgendwas tragen, wenn du voll bist. Ja, ja. Ja, aber Silber haben wir jetzt bisher noch nicht gefunden. Drache. Ziemlich weit hinten. Kommt. Jo, warte, ich blocke. Hey. Und Schuss. Jo, Hammer. Gutes nicht Team. Runterfallen. Gutes Teamwork hier. Hoffentlich falle ich nicht rein. So. Erstmal Ausdauer auf. Hier ist nochmal Obsidian, zwei Blöcke. Und dann versuchen wir hier hochzuspringen. Mal sehen, was uns oben erwartet auf dem Gipfel. Jo. Wir müssen auch gucken, in spätestens 2 Minuten müssen wir gucken, dass wir irgendwie die Flanke doch wieder runterspringen. Drache! Wo? Ich sehe nicht. Über uns. Da. Da. Warte, ich komme mal zu dir runter. Lass mich mal hier blocken kann. Mist. Nicht erwischt. Ah. Mist. Daneben. Jo, er ist erledigt. An dieselbe Stelle als gefallen. So, mal die Energie auftanken schnell. Jo, hab ich. Dann. Okay, ich muss auch nochmal Energie auftanken. Also ich habe bisher noch nicht ein einziges Mal hier irgendwo einen Ausschlag gehabt von der Windschuhroute, ja. Dito. Könnten eigentlich hier oben Gipfelkreuz aufstellen. Sonst ist ja nichts. Absolut. Oh, warte, da unten ist noch ein Drache. Der Seite hier. Runter. Wo ich gerade hingehe. Ey, fall bloß nicht runter. Zack. Ah, da runter renne ich nicht. Nee, alles gut. Tja, dann gab es auch hier komischerweise kein Silber. Tag 106. Hm. Vielleicht schon, aber wir haben es halt einfach noch nicht entdeckt, weißt du? Und dass die Windschuhroute funktioniert, das wissen wir ja. Jo.
Jetzt wäre ich fast den Berg hier runtergefallen. Oh, mit dem letzten. Nein. Ich sah nur der Namensschild, oder? Ich komme auch runter. Oma, aber wir müssen eh hier wieder runter. Komme. Ich laufe jetzt doch mal ein ganz kleines bisschen hier so am Rand lang. Vielleicht finde ich doch noch durch dummen Zufall ein Silbervorkommen oder so. Ich hätte ja gedacht, dass die so aussehen wie die Kupfervorkommen von der Art und Weise, nur halt als Silber. Aber nicht. Ich meine, ich kann mal eine Probebohrung machen. Das müsste nur Stein sein hier. Jo. Ach du Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Du hast noch eine Minute, oder? Ich helfe dir ein bisschen. Drache. Alter, und genau in dem Moment kommt ein Drache, Alter. Alter, wir sind doch schön gefangen hier drinne. Okay, erstmal hier runter. Wir haben nämlich nur noch ein Minütchen. Und die Drachen können wir uns unten kümmern. Witz, dass jetzt ein Trauzwerg kommt. Hab ich? Gut. Erstmal hier ein kleines bisschen wieder runter. Ins Auen dunkler Wald. Okay. Jetzt sind wir erstmal hier wieder ein bisschen safe. Und irgendwie drüben müsste auch eigentlich schon fast unsere Hütte wieder gewesen sein. Jo. Den Berg einmal komplett erkundet. Ja, groß war er ja nicht, wahr? Nee. Aber wir haben wenigstens noch ein paar Drachen getötet. Ist doch schon mal was. Und ein paar Obsidiansplitter. Tja, das war mit Silber ein Satz mit X, würde ich sagen. Achso, das Portal ist hier eine Etage höher. Das ist halt die Frage, brauchen wir das Portal hier überhaupt? Oder ziehen wir es wieder mit? Ich würde sagen, für den Nachhauseweg lassen wir es mal hier. Wir lassen es auch auf hier. Ich geh mal eben durch ausleeren Inventar. Jo.